Grüß euch zurück bei Far Cry Primal. Und wir haben noch immer in der Nacht, da rennen Ziegen und auch Wölfe herum. Wie man sieht, sind das nicht Freunde, die Ziegen und die Wölfe. Und wir haben aber gesagt, wir schauen da zum Schaman an. Und genau da möchte ich jetzt auch mal hingehen. Der müsste da vorne seine Höhle haben. Kann man beim Schamanen gleich einmal ein bisschen was abgreifen. So ein Schamane hat sicherlich brauchbares Zeug rumliegen. Egal, ich will immer nicht ausplündern. Okay, der ist in einer Höhle zu Hause. Oh mein Gott. Was mich wohl hier wieder erwartet. Ah, er ist das. Ist das nicht der, den wir da am Anfang gesehen haben, der uns die Geschichte erzählt hat? Das war doch der Vogel da, oder? Na, schauen wir mal zu ihm hin. Okay, es hat nicht lang gedauert und wir sind auf unseren ersten Drogentrip. Schauen wir, was da abgeht. Ich bin schon gespannt. Wow. Finde den Wegweiser. Okay, aha, die Tiere leuchten alle. Und wir haben eine recht bunte Optik. So, schätze mal so, müsste das in LSD-Optik in etwa auch ausschauen. Schaut, da sitzt jetzt ein Vogel. Jetzt habe ich keine Waffen. So. Wo muss ich denn da hin? Darunter nicht. So. Na, ah, da sitzt eine Eule. Hat er nicht irgendwas? Habe ich nicht irgendwas von einer Eule gelesen? Ich glaube, ich habe was von... Ah, da ist auch der Wegweiser. Sehr gut. Also die Eule muss ich finden. Und die Schwammerl sind auch schon wieder da. Gut. Ich kann fliegen. Ich fliege jetzt mit der Eule mit. Hammermäßig, ha? Da unten rennt ein Elch. Oder was auch immer das ist. Ich denke mal ein Elch von der Größe. Wow, was macht er? Ins Wasser. Ja, wir fliegen im Wasser weiter. Oder schwimmen quasi fliegenderweise unter Wasser. Wie auch immer, es ist ja wurscht. Wir sind sowieso auf irgendein Zeugs drauf, also... Weiter geht's. Aha. Jetzt muss ich aber schwimmen. Ja, nicht absoffen. Da sitzt die Eule. Die Eule.
Eule, Schnäule, Schnäuli. Nicht flieg weg, ich tue da ja gar nichts. Ich kann nicht einmal laufen. Ah, jetzt zeigt er mir wahrscheinlich wieder was. Oh, Viecher. Andere Viecher haben wir da. Ja, ich komm schon. Grafisch ein Traum. Mehr, glaube ich, braucht man dazu gar nicht sagen. Und da habe ich wieder meinen Wegweiser. Also ich muss in Schnäulinger da einfach folgen. Und wir fliegen schon wieder. Durch die Höhle. Komm, Schnäule. Da fliegen wir durch. Jawohl, das ist doch hammermäßig. Das war jetzt ein Wasserfall, oder? Ja, jetzt sind wir wieder. Ah ja, genau. Jetzt schlagen wir auf im Wasser. Nein, da fliegen wir weiter. Mammuts sind da unten, da fliegen die Felsen durch die Gegend. Also jetzt wird es immer stranger, die Umgebung, die Landschaft. Jetzt stürzen wir an, oder was? Schaut so aus. Waren wir doch zuerst am Anfang, oder? Egal, aha, schon wieder. Okay, ich muss einfach dieser Eule da folgen. Und da haben wir jetzt die, glaube ich, die... Na, tun wir nix. Tut mir der eh nix. Ah, ich glaube, die sind aber da jetzt... Oh, na, ich gehe lieber. Oh, hallo, hast du schon gegessen heute was? Ich hoffe schon. Zähmen. Ah, jetzt... Dusch. Ja, jetzt wisst ihr, wie man Tiere zähmt. Man geht hin und sagt Dusch. Folgen, oder was? Na, schön ist nicht die Eule, oder? Aber unsere Augen sind das jetzt. Also mit die können wir wahrscheinlich irgendwie einsetzen und... Gebiet auskundschaften. Wenn du eine gezähmte Bestie rufst, denk daran, dass was hundeartige Tiere gute Jäger sind, Katzen ausgezeichnet schleichen können und bla bla bla. Das war wieder mal für mich zu schnell. Für diese Uhrzeit. Uai guarbati, o bargo saiu tu se daha, usa de yudi yauga daha. Der hat auch ein lustiges Leben, der Schamane, oder? Faran habandata, kubal sanguar habanda magata, o lauka wal waida walkwas wang. Aiwa si bargo shayu. Tu si da hamagata. Den Rudelleitwolf, was? Ich kann einen Wolf auch. Ich kann einen ganzen Zoo zulegen, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Eule habe ich schon, das nächste ist der Wolf. Lauga. Winjara nartar lajars. Di lauga sakwam. Mu sanu. Jausman. Ja, wie auch immer. Was machen wir jetzt? Wo sind wir? Also wir sind bei ihm in der Höhle. Hat er da was Interessantes? Ja, schau, der hat doch was. Ja, aber nichts, was ich nicht schon hab. Na, hast du irgendein neues Zeug auch, Freund? Ha? Naja, sowas zum Beispiel. Seltene Rotelchhaut. Oh, da werden wir schon mal genau umschauen. Da werde ich auch den Adlerblick dazu einsetzen, obwohl der da nicht viel bringt. Aber ich denke, die wichtigen Sachen wird er mir doch anzeigen.
Okay, jetzt bin ich da in seiner finsteren Höhle. Du leuchtest rot. Wieso kommen dir so viel Gase aus dem Po? Schaut euch das an. Schau, jetzt hat er wieder einen abgedruckt, ha? Das sieht man richtig. Mein Gott, na, du bist ein Schwein, die, ha? Lass da einen Schaß nach dem anderen, der Beste. Und ich setz noch meinen Jägerblick ein, dass ich das auch noch sehe, ne? No, naja, okay. Ja, also mehr gibt's da offenbar nicht beim guten Tensei. Oh ja, da, schau, da gibt's noch was. Kugelt da auch irgendwas braucht. Ah, da blinkert doch was. Ah, bitte. Zeugs. Nicht rein wieder durchs Feuer. Taka. Muss mich irgendwie erst dran gewöhnen, dass ich zu meinem Typen, den ich da steuere, jetzt Taka sage und nicht AJ. Oh, da blinkert doch auch was, oder? Achso, das habe ich schon. Okay, so. Wo geht's denn jetzt weiter? Von da bin ich gekommen. Oh Gott, ich muss schon wieder mal einen Weg suchen und ich finde ihn schon mal wieder nicht. Ja, aber da geht's nirgends raus, oder? Oh ja, da. Schau da was an. Das ist wieder er. Was ist? Du hast Ausmalen daheim, oder was? Ha? Schön bunt hast das. Ach Gott, wo komme ich? Warte mal, ich bin gekommen. Klettern? Letzte Keule, da mach mich schwach. Anzünden. Ach so, weil ich in der Nähe von dem Typen bin, da kann ich keine Waffen nehmen. Ich glaube, da muss ich auch. Alter, wo muss ich denn da jetzt raus? Das ist super, Alter. Licht gibt's keins. Alter Freund, wo geht's denn da bei dir wieder raus? Da komme ich wieder in den anderen Raum. Geht's da weiter einfach? Na. No. Okay, jetzt haben wir schön die Orientierung verloren. Da bin ich wieder beim Typen, oder? Aber ich glaube, ich habe gesehen, wenn ich mich nicht alles irre. Na, da geht kein anderer Weg. Ja, ich war aber auch zuerst beim Typen. Das ist jetzt nur mehr zwei Höhlen mit einem Verbindungsgang. Und wo geht's raus, mein Freund? Da dahinter vielleicht? Na. No. Okay, das kann es jetzt aber nicht sein, oder? Ah, jetzt bin ich in einem anderen Gang drinnen. Okay. Jetzt komme ich raus. Pfeift. Und draußen ist es hell. Sehr gut. Was ist das da oben? Na, da gibt es interessante Sachen. Rothunde bräuchte ich. Rothunde wäre nicht schlecht. Oh. Entdeckt mich da wer? Da vorne ist eine blaue Hand auf der Minimap. Was will die blaue Hand von mir? Ah, ich sehe ihn schon. Da drüben ist er.
das sind sogar zwei. Das sind mehrere. Kann ich die erledigen? Sollen wir das einmal riskieren? No risk, no fun, würde ich sagen, oder? Schauen wir halt einmal. Ich kann ja eine Keule auch werfen, aber ich denke, das ist mit... Ich bin halt dann doch eher der Bogenschütze. Naja, das hat genau nichts genutzt. Haben sie mich schon entdeckt? Sie wissen nicht, wo ich bin. Das ist mein Vorteil. Hammer's, oder? Das war die ganze Bagage da. So, wo sind denn die jetzt? Ah. Das ist die Hand. Okay. So, den glaube ich habe ich in Wasser erwischt. Ja. Meine Pfeile wieder zurückholen. Der liegt auch im Wasser irgendwo da. Ja, da schaut er raus. Töte die Angreifer und rette die gefangenen Winscher. Ah, das ist jetzt der Punkt wieder. Den haben wir zuerst auch schon gehabt. Sehr gut. Oh, der rennt rum, der Punkt. Der bewegt sich. Darum würde ich das auch sagen, von der Zeit her, schauen wir uns das dann gleich als erstes in der nächsten Folge an. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und pfiat euch!